Wenn zwei Welten aufeinandertreffen, dann scheitert es oftmals an Kleinigkeiten, welche gerne als ach so trivial bezeichnet werden. Oftmals haben wir die Situation, dass ein geneigter MS-DOS- oder Windows-User ziemlich schnell, ziemlich hilflos vor dem klassischen Amiga OS und der Workbench steht und händeringend nach Analogien zu seinem vertrauten System sucht. Eine kleine Beruhigung kann man an dieser Stelle schon anbringen. So groß sind die Unterschiede zwischen diesen beiden Welten gar nicht. Wenn man um die Feinheiten weiß, findet man sich sehr schnell zurecht. Darum dreht sich die Yesterchips Folge 33, softwarelastig bis zur letzten Sekunde. Das Thema ist Amiga OS versus MS-DOS. Wir lassen die Crème de la Crème beider Welten gegeneinander antreten. Einerseits das 1994 erschienene Microsoft DOS, kurz MS-DOS, in der Version 6.22. Es ist das letzte eigenständige DOS von Microsoft, welches nicht nach der Installation automatisch eine erweiterte grafische Benutzeroberfläche lädt, sprich Windows. Zwar basiert das nächste Microsoft-System, Windows 95, ebenfalls noch auf einem MS-DOS, jedoch wurde dieses DOS 7 nicht mehr alleine vertrieben. Demgegenüber steht das Amiga OS Version 3.1 von 1993. Und gleich hier, noch bevor es so richtig losgeht, haben wir den ersten Unterschied. Beim Amiga war es nie vorgesehen, angefangen bei OS Version 1, dass das Amiga OS ohne GUI, also ohne die Workbench, geladen wurde. Bei MS-DOS ist es ja so, dass nach dem Booten sofort die Eingabeaufforderung erscheint. Der Amiga hingegen lädt direkt die Workbench. Eine Sache, die beide Welten gemeinsam haben: legt man eine bootbare Diskette in das Diskettenlaufwerk, so wird von dieser gebootet. Beim Amiga war diese Art und Weise, das gewünschte Programm, oder sagen wir mal besser, Spiel zu starten, deutlich häufiger anzutreffen als in der MS-DOS-Welt. Dann gibt es noch einen Unterschied, den man so gar nicht sieht. Braucht man den PC und den Amiga jedweder bootfähiger Laufwerke, so machen sie ganz offensichtlich nichts. Na klar, ist ja auch nichts da. Aber nicht so ganz. Beim PC ist tatsächlich nichts da, denn hier wird das gesamte Betriebssystem, sprich MS-DOS, vom Laufwerk, meist der Festplatte, geladen. Beim Amiga steckt jedoch ein schon nicht ganz unerheblicher Teil des Betriebssystems im ROM, sprich im Kickstart. Unter anderem ist hier schon der Kernel, das Amiga-DOS an sich und die Systembibliotheken für die GUI vorhanden. Man kann hier auch leicht ins Schleudern kommen, wenn man von Versionen spricht. Der Einfachheit halber spreche ich immer von beispielsweise 1.3 oder 3.1. Die genaueren Bezeichnungen wie 37.299 erspare ich mir und euch. Gut, genug des Vorgeplänkels, fangen wir einfach mal an. Unsere eingesetzten Systeme hier sind ein Intel 386er und ein Commodore Amiga 1200. Beide mit Festplatte. Wir lassen die DOS-Kiste und den Amiga einfach mal booten. Der Amiga rennt, wie gesagt, in die Workbench hinein. Damit wir von Hand Befehle eingeben können, gehen wir per gedrückter rechter Maustaste in das Menü und sagen Befehl ausführen. Und hier nun New CLI oder New Shell. So, da wären wir. Wir führen jetzt mal ein paar Standardbefehle aus, die man auf der DOS-Ebene ebenso als Laie macht. Als erstes schauen wir uns den Inhalt des Stammverzeichnisses des Systems an. Auf dem PC zeigt uns die Prompt mit C-Doppelpunkt an, dass wir uns eben dort gerade befinden. Auf dem Amiga sehen wir die Bezeichnung RAM-Disk und damit den ersten Unterschied. Das Amiga OS reserviert einen Teil des Arbeitsspeichers und platziert dort ein Laufwerk, eben die RAM-Disk. Der Vorteil: Daten und Programme, die hier abgelegt werden, können sauschnell verarbeitet werden.
Dies macht sich vor allem bei einem reinen Diskettensystem, etwa dem Amiga 500, bemerkbar. Der Nachteil: Der Arbeitsspeicher ist flüchtig. Nach einem Reset sind die in der RAM-Disk abgelegten Daten futsch. Man kann diese Daten reset-fest machen, doch dazu kommen wir in einer anderen Folge. Um beim PC sicherzustellen, dass man sich im Stammverzeichnis des Systems befindet, benutzen wir den Befehl CD und einen Backslash. CD ist die Abkürzung für Change Directory. Man kann auch chdir schreiben. So springt man in das Stammverzeichnis des gerade ausgewählten Laufwerks. Auf MS-DOS-Maschinen dieser Zeit war es üblich, wie heute ja auch noch, dass die Systempartition, welche das Betriebssystem beheimatet, C heißt. Beim Amiga können wir auch CD eingeben, können es aber auch lassen. Wir wechseln nach Sys Doppelpunkt. Na sowas. Hätte hier jetzt nicht Sys als Laufwerksname stehen sollen statt Workbench 3.1? Versuchen wir es mal mit dem Partitionsnamen. Für gewöhnlich bezeichnet man die erste Partition der Festplatte mit DH0. Also geben wir ein DH0 Doppelpunkt. Wieder Workbench 3.1. Warum denn? Ja, weil das alles das gleiche ist. DH0 ist die Bezeichnung, welche die Partition auf der Festplatte systemseitig trägt. Man kann sie auch Seppkarl, Otto oder Schorsch nennen, aber DH0 ist die gängige Namensgebung. DH0 ist in unserem Amiga hier die bootfähige Partition. Auch dies entspricht dem normalen Zustand, muss aber so nicht sein. Auf DH0 ist die Workbench 3.1 installiert. Beim Installieren pappt der Installer der Workbench der DH0-Partition das Label Workbench 3.1 drauf. Daher kommt diese Bezeichnung. Und Sys bezeichnet immer das Verzeichnis, aus dem heraus das System gebootet worden ist. Damit kann man lustige Sachen machen, zum Beispiel unterschiedliche Workbenches auf einer Festplatte unterbringen und je nach verbautem Kickstart die dazugehörige Workbench laden. Das habe ich mal vorbereitet in der Folge 25. Achso, und wir können auch Workbench 3.1 Doppelpunkt eingeben, kommt wieder aufs Gleiche heraus. Man sollte hier eben wissen, dass es Partitionsbezeichnungen und sogenannte Assigns gibt. Doch, wie gesagt, Episode 25. Machen wir mal weiter. Wir wollen uns nun den Inhalt des Stammverzeichnisses anzeigen lassen. Auf dem PC geben wir hierfür das bekannte DIR ein und wir bekommen dann einen recht anschaulichen Batzen an Informationen. Verzeichnisse, gekennzeichnet mit einem DIR dahinter, Dateien samt Größe und Erstelldatum. Darunter noch eine Übersicht, wie viele Dateien sich an der aktuellen Position befinden. Zusätzlich finden wir hier unten auch noch die Summe der Größe der hier vorhandenen Dateien, angezeigt in Bytes. Wenn wir hier also das Ganze in Megabyte wissen wollen, müssen wir das Komma um 6 Stellen nach links verschieben. Es ist aber nur die Summe der Dateien, die sich im aktuellen Verzeichnis befinden. Die Größe der Unterverzeichnisse wird hier nicht aufaddiert. Auch ganz nett, ganz unten steht, wie viel Platz noch auf der Partition frei ist. Beim Amiga können wir ebenfalls DIR eingeben. Das hat beinahe den gleichen Effekt, das Ergebnis fällt aber deutlich spartanischer aus. Dateien und Verzeichnisse bekommen wir angezeigt, aber sonst keinerlei Informationen extra. Meistens genügt einem ja auch dies. Wenn man aber ähnliche Infos wie auf dem PC haben möchte, so benutzt man auf dem Amiga den Befehl List. Und mit dem Befehl Info erhalten wir auch eine Übersicht über die Speichernutzung aller angemeldeter Partitionen. Generell sei an dieser Stelle gesagt, dass man sich auf dem PC mit dem Flag/Fragezeichen, auf dem Amiga nur mit Fragezeichen, die verschiedenen Optionen eines Befehls anzeigen lassen kann. So entdeckt man vielleicht die Option All beim Amiga, welche ein komplettes Listing der gesamten Datei- und Verzeichnisstruktur der angewählten Partition ausgibt. Aber Vorsicht damit, sowas kann ziemlich lange dauern, bis es komplett durchgelaufen ist. Wir wollen nun ein Unterverzeichnis erstellen. Auf dem PC funktioniert dies mit dem Befehl MD und dahinter der Verzeichnisname. Test ist ja immer recht dankbar.
MD steht für Make Directory, also platt übersetzt, mach mir ein Verzeichnis. Beim Amiga tippen wir etwas mehr, nämlich Make Dir, Test. Nochmal Dir. Da steht unser neues Verzeichnis. Auf dem Amiga sind euch vielleicht schon mal diese vielen Info-Dateien aufgefallen. Diese beinhalten die Piktogramme für die Workbench. Unser Testverzeichnis hat keine Info-Datei. Gehen wir mal kurz über die Workbench und öffnen dort die Partition Workbench 3.1. Hierin haben wir ja das Testverzeichnis angelegt, aber wir können es nicht sehen. Wenn wir nun hier per Menü eine neue Schublade, also sprich ein neues Verzeichnis anlegen, so bekommen wir aber direkt ein entsprechendes Piktogramm präsentiert. Schauen wir nochmal per Dir im Verzeichnis nach und ja, da ist unser gerade angelegtes Verzeichnis und da ist die passende Infodatei dazu. Verzeichnis und Infodatei müssen demnach den gleichen Namen haben. Ab Workbench 2 gibt es die Funktion im Menü, sich alle Inhalte anzeigen lassen zu können, unabhängig davon, ob nun eine Infodatei existiert oder nicht. Man muss die Funktion eben nur anschalten. So, da sehen wir nun, dass nicht nur unser Testverzeichnis quasi inkognito unterwegs war, sondern auch noch einige andere Objekte. Dass diese in der Workbench normalerweise nicht angezeigt werden, ist auch gar nicht so verkehrt, denn es handelt sich um Systemelemente, an denen man eigentlich nichts verloren hat. Mit diesem Anzeigen und Nicht-Anzeigen sehen wir erneut, dass sich beim Amiga OS die grafische Benutzeroberfläche eigentlich nicht so recht von der Befehlszeile abkoppeln lässt. Wichtig hierbei ist, Elemente, die keine Infodatei haben, sind keine versteckten Dateien im Sinne von MS-DOS. Derlei Verstecken sieht das Amiga OS nicht vor. Wir können unserem Verzeichnis auch von Hand aus der Shell heraus ein Piktogramm verpassen, indem wir einfach eine andere Infodatei so kopieren, dass wir vor dem .info der Name unseres Objektes, in diesem Falle also der des Verzeichnisses Test, steht. Also hier Copy Test1.info Test.info. Wenn wir nun das Fenster der Workbench aktualisieren, meint man vielleicht erstmal, dass das nicht geklappt hat. Aber es hat doch geklappt. Wir haben mit dieser Aktion eben alle Informationen des Piktogramms kopiert, also auch seine Position. Aber lassen wir das jetzt mal, denn daneben sieht MS-DOS gerade recht hilflos aus, denn es hat ja keine GUI. Und nein, wir nehmen hier jetzt nicht als gegeben hin, dass Windows die native GUI zu MS-DOS gewesen ist. Windows wurde nicht zwangsläufig zusammen mit MS-DOS 6.2.2 ausgeliefert, die Workbench jedoch zusammen mit jedem Amiga. Und nehmen wir diesen Unterschied jetzt einfach mal als Basis. Wir wechseln nun in unser neu erstelltes Verzeichnis. Auf beiden Systemen funktioniert dies mit CD-Test. Hier wollen wir nun eine einfache Textdatei erstellen. Unter MS-DOS steht uns hierfür der Editor zur Verfügung. Diesen starten wir nun mit dem Befehl Edit. Dieser Editor ist für einfaches Editieren von reinen Textdateien absolut ausreichend, wenn nicht sogar ein wenig komfortabel ausgelegt. Wir können unter anderem menügeführt Dateien öffnen und speichern, wir können im aktuell geöffneten Dokument suchen und auch ersetzen. Auf der Amiga-Seite stehen uns gleich sage und schreibe drei Editoren zur Verfügung, wovon zwar alle drei ihre Funktion erfüllen, ich euch jedoch von einem abraten möchte. Wenn man sich als MS-DOS-Geschädigter verleiten lässt, in der Amiga-Shell den Befehl Edit einzugeben, so kriegt man erstmal eine Fehlermeldung und dies sollte man schon als Warnhinweis genug verstehen. Wer es aber wirklich wissen will, also vermutlich ein 8-Bit-Masochist, der gibt Edit und einen Dateinamen dahinter an. Dann öffnet sich ein Zeileneditor. Ich kann das Ding nicht leiden und auch nicht damit umgehen, daher gehe ich auch nicht näher darauf ein. Euer Freund in Sachen Texteditor heißt Ed. Knapp und kurz Ed. Er lässt sich aber auch nicht einfach so starten, sondern er will wissen, was er editieren soll. Wenn die angegebene Datei noch nicht existiert, wird sie angelegt. Also sagen wir nun Add Test.
Dieser Editor ist vergleichbar mit dem aus MS-DOS und ich arbeite sehr gerne damit. Wir schreiben einfach mal irgendwas Belangloses da rein, damit wir was in unserer Datei drinstehen haben. Jetzt speichern wir das Ganze ab und beenden den Editor. Unter MS-DOS ist das ganze Menü geführt, ziemlich straightforward, und so kann man es auch im Add handhaben. Hier können wir aber auch regelrechte Shortcuts benutzen. Mit Tastendruck auf Escape erscheint unten dieses Sternchen. Add wartet nun auf einen Befehl. Mit Q und Return würden wir die Änderungen nicht speichern und Add schließen. Wollen wir ja nicht, wir benutzen Escape und X, damit wird die Datei gespeichert. Der dritte Editor des Amiga OS ist Micro Emacs oder kurz Memex. Dieser Editor ist echt ein Sahneschnittchen und überfällt einen regelrecht mit Funktionen. Für unsere rudimentären Zwecke momentan aber völligst überkandidelt. Nun legen wir eine Kopie unserer Datei an. Das geht in beiden Systemen wieder gleich mit dem Befehl copy. In MS-DOS wäre das copy test.txt test1.txt und beim Amiga copy test test1. Test ist mir zu langweilig. Ich will, dass die Datei einen anderen Namen hat. Ich will also die Datei test1 auf dem Amiga umbenennen. Dies geht mit Rename Test1 in, na sagen wir mal, Testdatei 1-Kopie. Mal dir. Da steht sie. Wie schön. Das Ganze mal eben schnell auch bei MS-DOS. Oh, da kotzt die Kiste. Ja, das funktioniert hier nicht. MS-DOS 6.2.2 ist, wie seine Vorgänger, begrenzt auf 8 Zeichen im Dateinamen plus maximal 3 Zeichen in der Erweiterung nach dem Punkt. Damit muss man sich arrangieren. Beim Amiga haben wir 32 Zeichen pro Datei oder Verzeichnisnamen zur Verfügung. Legen wir halt mal noch eine Kopie an mit copy test.txt test.neu. So, jetzt noch eine Standardprozedur, löschen. Wir könnten jetzt mit del oder delete bei DOS und delete beim Amiga eine der angelegten Dateien löschen. Wir schauen uns aber nun mal das Thema Platzhalter an. Unter MS-DOS ist das der Stern. Der Befehl del Sternchen bedeutet, dass wir alle Dateien im aktuellen Verzeichnis löschen wollen. Mit dem Switch Q wie Quiet, also still, würde MS-DOS diesen Befehl ohne irgendwelche Rückfragen oder weitere Anzeigen knallhart durchziehen. Geben wir nur del ... ohne Switch ein, werden wir bei jeder gefundenen Datei gefragt, ob wir sie killen wollen. Del test.neu würde diese einzelne Datei sofort löschen, ohne Nachfrage. Benutzen wir del ... so sucht MS-DOS im aktuellen Verzeichnis nach allen Dateien mit der Dateinamenserweiterung neu und löscht diese. Wohingegen ein del test ... alle Dateien löschen würde, welche mit test anfangen, ganz gleich, was danach noch kommt. Beim Amiga ist der Platzhalter die Raute und das Fragezeichen. Die Anwendung ist aber genau die gleiche. Nur, dass der Amiga den Delete-Befehl ausgeschrieben haben möchte. Das Amiga OS fragt aber nicht lange herum, wenn man Delete, Raute, Fragezeichen eingibt, sondern es wird direkt alles gelöscht. Busy aufpassen hier, ne? Die Workbench ist für den höflichen Part konzipiert worden und fragt brav nach. Die Shell macht einfach. So, für den nächsten Schritt muss ich jetzt erstmal wieder ein paar Testdateien anlegen mit den Editoren, damit dann auch was zum Löschen da ist. Und noch so nebenbei, unter MS-DOS wechselt man mit cd... in das übergeordnete Verzeichnis. Beim Amiga lautet dieser Befehl cd... und ein Forward Slash.
Thema ganze Verzeichnisse löschen. Unter MS-DOS 6.22 haben wir den Befehl deltry, welcher es uns hier ermöglicht, ganze Verzeichnisse mit all ihren Dateien und Unterverzeichnissen ins Nirvana zu kicken. Beim Amiga verwenden wir den gleichen Befehl wie bei normalen Dateien, allerdings müssen wir hier auch noch den Switch All dahinter klemmen. Dann wird auch hier alles pulverisiert. Bei MS-DOS als auch bei Amiga OS darf ein Verzeichnis oder Dateiname nur einmal vergeben werden. Es darf also keine Datei Test und gleichzeitig ein Verzeichnis Test geben. Versucht man es dennoch, so wird sich das OS weigern, das zweite Objekt gleichen Namens anzulegen. MS-DOS legt offensichtlich größten Wert auf Dateinamenerweiterungen, worüber es Ordnung im System halten will. Die Dateierweiterung .exe und .com kennzeichnen ausführbare Dateien, deren Name man nur eingeben braucht und dann startet dieses Programm. Dann gibt es da noch die Dateien mit der Erweiterung .bat. Dies steht für Batch und kennzeichnet Stapelverarbeitungsdateien. Dies sind Dateien, in denen Befehle nacheinander ausgeführt werden, im Stapel eben, welche man auch direkt an der Eingabeaufforderung eingeben und ausführen könnte. Prominentestes Beispiel ist dafür die autoexec.bat, welche beim Starten von MS-DOS automatisch aufgerufen und ausgeführt wird. Wir schauen uns die autoexec.bat mal oberflächlich an. Sie liegt direkt im Stammverzeichnis von Laufwerk C. Mit dem Befehl type autoexec.bat können wir uns den Inhalt der Datei auflisten lassen, ohne einen Editor starten zu müssen. Alle Befehlszeilen, die wir hier sehen, könnten wir auch von Hand nun eingeben, um die damit verbundenen Aktionen zu starten. Wir starten jetzt aber mal das ganze Paket, indem wir autoexec.bat eingeben. Wenn wir die autoexec.bat nun umbenennen mit rename autoexec.bat in, sagen wir mal, autoexec.old und versuchen diese dann auszuführen, es funktioniert nicht mehr. Nein, MS-DOS will seine bekannten Dateinamenserweiterungen haben. Also benennen wir das Ding wieder zurück. Rename autoexec.old autoexec.bat. Die prominenteste Stapelverarbeitungsdatei beim Amiga heißt Startup Sequence und hat prinzipiell die gleiche Aufgabe wie die autoexec.bat. Sie liegt im Verzeichnis S. Dahin kommen wir entweder mit cd-sys-s oder nur mit s-, denn dieses Verzeichnis hat ein Assign. Mit type könnten wir uns diese Datei auch listen lassen, aber da hier deutlich mehr drin steht als in der autoexec.bat, flitzt der Text nur so an uns vorbei. Wenn wir schnell sind, können wir mit Drücken der Leertaste das Scrolling unterbrechen und wieder fortsetzen. Nur mal eine schnelle Erklärung zu dem Thema Assigns, auch wenn das mehr Thema der besagten Folge 25 ist. Hier steht Assign nil t.ram.t. Das bedeutet, dass dem Verzeichnis T im Laufwerk RAM ein quasi Laufwerksstatus zugeordnet worden ist. Wo auch immer wir uns befinden in der Verzeichnisstruktur, mit Eingabe von t. werden wir immer in diesem Verzeichnis landen. Und so verhält sich das auch mit dem S-Verzeichnis. Diesen Befehl gibt es übrigens auch bei MS-DOS, dort heißt er subst, wird allerdings in dieser exzessiven Weise wie beim Amiga und der DOS doch kaum verwendet. Das Amiga OS macht sich nichts aus Dateierweiterungen. Hier wird über die Dateiattribute, die sogenannten Schutzbits, entschieden, wie eine Datei behandelt werden soll. Die Schutzbits können wir uns anzeigen lassen, indem wir den Befehl list einsetzen. Bei der Startup Sequence sehen wir unter anderem, dass dort ein S steht. Das steht für Script und damit für eine Stapelverarbeitungsdatei. Bei Programmen finden wir ein E für Executable, also ausführbar. Die weiteren Flags haben nichts mit der Ausführbarkeit zu tun und sind von der Funktionalität her so auch bei MS-DOS zu finden. R und W stehen für Read und Writable, also für lesbar und schreibbar. D bedeutet Deletable, löschbar.
Lassen wir die Startup-Sequence mal durchlaufen, indem wir einfach ihren Dateinamen eingeben und Enter drücken. Ja, es hat geklappt. So, und da am Ende der Startup-Sequence normalerweise die Workbench geladen wird und die Shell abgeschaltet wird, müssen wir jetzt die Shell erst nochmal starten. So, und jetzt entziehen wir sozusagen der Datei Startup-Sequence die Skriptrechte mit dem Befehl protect Startup-Sequence-S. Wenn wir jetzt wieder Startup-Sequence eingeben, streikt das Ding. Der Amiga weiß nicht, was er damit anfangen soll. Also setzen wir das Schutzbit-Skript wieder mit Protect Startup Sequence plus S. Damit ist die Syntax klar. Protect ist der Befehl zum Setzen und Löschen von Schutzbits, gefolgt vom entsprechenden Dateinamen, und danach entscheidet Plus und Minus darüber, ob ein Schutzbit gesetzt oder gelöscht werden soll. Gibt man nur Protect und den Dateinamen an, werden alle Schutzbits gelöscht. Also auch hier ein bisschen vorsichtig damit sein. Hübscher sieht das Ganze übrigens auf der Workbench aus. Wir lassen uns wieder alles anzeigen, gehen in das S-Verzeichnis, finden dort die Startup-Sequence, markieren diese mit einem Linksklick, gehen dann per rechte Maustaste ins Menü auf Piktogramm und Informationen. Und hier sehen wir untereinander jetzt die Schutzbits, welche wir hier komfortabel per Maus setzen und löschen können. Das mit den Schutzbits hin und her ist ja ganz nett, aber da muss ich jetzt ehrlich sagen, da favorisiere ich das System von MS-DOS, wenn ich gleich auf Anhieb sehe, mit was für einer Art von Datei ich es zu tun habe, ob ich diese Datei ausführen kann, ob es eine Stapelverarbeitungsdatei oder ob es irgendeine andere Datei ist. Das ist mir ehrlich gesagt lieber, als wenn ich, wie beim Amiga, vor einem Sack von Dateien stehe und erstmal nachschauen muss, ja, was bist denn du jetzt für eine? Gibt man unter MS-DOS oder Amiga OS den Befehl Path ein, so bekommen wir ein Listing aller Pfade unseres Systems, auf deren beinhaltete Programme wir von überall aus Zugriff erlangen können. Die ganzen MS-DOS-Befehle liegen normalerweise im Verzeichnis C-DOS, also so etwas wie deltry.com oder edit.com zum Beispiel. Beim Amiga gibt es ein entsprechendes Pendant namens C. So. Hat mal einer auf die Uhr geschaut? Na, Moment mal. Die Amiga-Uhr heißt Clock und liegt unter C, kann ich also direkt aufrufen. Run, Clock. Ach, hübsch, da ist sie ja. Allein die ganze Anzeige hier zeigt einen weiteren erheblichen Unterschied zwischen der MS-DOS und der Amiga-OS-Welt. MS-DOS unterscheidet zwischen Text- und Grafikmodus. Es kann entweder Text, also das, was wir hier sehen, oder Grafik darstellen. Beides zusammen geht nicht. Beim Amiga war von Anfang an überhaupt kein Textmodus vorgesehen. Daher ist alles, also auch der dargestellte Text, Grafik. Deswegen können wir hier diese hübsche Uhr sehen, welche ja ganz offensichtlich grafischer Natur ist, und nebenher noch unsere nach Text anmutende Shell betreiben. Bei MS-DOS heißt diese Systemzeitanzeige Time. Nur irgendwie läuft meine Amiga-Uhr, ne? MS-DOS zeigt mir immer nur die Uhrzeit an, welche beim Ausführen des Time-Befehls gerade angestanden hat. Na, und wenn ich jetzt DIR eingebe, rutscht die Uhr nach oben weg. Sehe ich nichts mehr. Beim Amiga kein Problem. Die Uhr bleibt da, wo sie ist, und ich kann weiterarbeiten. Tja, der Run-Befehl macht's möglich. Wenn ich nur Clock eingebe, dann startet meine Shell den Prozess Clock und ist dann blockiert. So lange, bis der Prozess beendet wird. Dann ist die Shell wieder verfügbar. Wenn ich aber Run Clock sage, so läuft der Urprozess parallel zur Shell und ich kann dort weiterarbeiten. Kann mir beispielsweise noch einen Taschenrechner mit Run Calculator aufrufen oder noch eine Shell mit Run New CLI und dort mal ein komplettes Verzeichnislisting mit Dir All durchrennen lassen. Und dabei kann ich dann aber immer noch parallel weiterarbeiten. Und an dieser Stelle ist MS-DOS aus dem Rennen. Das, was der Amiga hier so locker flockig präsentiert, wurde bei MS-DOS 4.0 zwar mal versucht, wurde aber von den großen PC-Erstausstattern als unnötig empfunden. Unnötig!
Die Rede ist von Multitasking und nicht von einem USB-Kaffeetassenwärmer. Ja, irgendwie ist es total irrwitzig aus heutiger Sicht, aber ab MS-DOS Version 4.1 war das sogenannte präemptive Multitasking wieder raus aus dem System. Das muss man sich echt mal geben. Allein das Ausdrucken eines Dokuments ist ein eigener Prozess. Das bedeutet also, ohne Multitasking muss man abwarten, bis der Druckprozess abgeschlossen ist. Erst dann kann man weiterarbeiten. Ja, damals muss man echt noch Zeit gehabt haben. Mit dem Befehl Status oder Status kann man sich auf dem Amiga die laufenden Prozesse anzeigen lassen. Jeder Prozess hat eine Nummer. In den Shells sieht man diese ganz am Anfang einer jeden Eingabeaufforderung. Mit dem Befehl Break und danach der Prozessnummer kann man diesen Prozess unterbrechen. Im Grunde ist das die Funktionalität unseres heutigen Windows Task Managers. Aber Leute hier, apropos Uhr, viel gemacht haben wir ja nun echt noch nicht. Wir haben Verzeichnis erstellt, Verzeichnis gelöscht, Datei angelegt und wieder gelöscht, ein paar Nebenkriegsschauplätze begutachtet und trotzdem habe ich es hingekriegt, eine ganze Folge voll zu quatschen. Es wird also nicht ausbleiben, dass dieses Thema fortgesetzt werden wird. Ob ich mit dem MS-DOS-Bashing, weil, mal ehrlich, was anderes ist es ja nicht, gleich in der nächsten Folge weitermachen werde, weiß ich jetzt noch nicht. Irgendwann wird natürlich auch mal Windows sein Fett wegkriegen. Das muss ja auch sein. Nur heute nicht mehr und morgen nicht gleich. Bevor ihr euch jetzt gleich aufmacht und eure Betriebssysteme auf den Kopf stellt, denkt bitte daran, entsprechende Backups vorher anzulegen. Denn mich verfluchen, das mag befreiend wirken, bringt aber unterm Strich gar nichts. Übersichten über Amiga OS-Befehle sowie MS-DOS-Befehle findet ihr unter anderem auf diesen Seiten. Und dann darf ich mich mal empfehlen. Adele, ciao und bye bye. Euer Mick.